Akzeptier's doch einfach. Nein, Mann. Ja, Leute, hier ist der Full Life Games und wir sind bei einer weiteren Episode Quad Squad. Mit anderen Worten, wir sind bei einer Show Live mit drei Personen, die schon mal dabei waren. Und zwar der liebe Elikli. Moin. Der liebe Yonago. Wie hast du eine Quad Squad gerade ausgesprochen? Quad Squad. Der Quad Squad. So, wir sind gedrückt, Alter. Okay. Ja, manchmal musst du einfach ein bisschen drücken. Ne, Tarek. Apropos Hallo. Drücken. Ich weiß nicht. Okay. So viel zu Wholesome Life, Alter. Alles ja, ich wollte gerade sagen, ey, ich habe vor der Aufnahme noch gesagt, ja, ich werde in der Aufnahme nicht einmal Hurensohn sagen. Okay, perfekt. Wundervoll. Okay, wer möchte denn das erste Team? Ich mach das. Keine Sorge, ich kenn mich mit diesem Team aus. Ich habe es ganze 5 Minuten betrachten können. Das ist mehr, als ich meine Teams betrachte. Und entsprechend wird es auch ein Quality Game werden, was Sie hier sehen. Das mit den Mönchen in den Bergen trainiert um. Das kann das Team. Genau. Oh. Schau dir den Heligo an, Alter. Der hat ein Meteor Beam mit Power Whip. Ich mag unsere Water Resist. Holy shit! Aber ich mag seine Flying Resist, also. Ich glaube, wir müssen einfach vor. Mit komplementieren. Wait. Nein, du hättest sagen müssen, ey, guck mal, die Dame hat so schöne Haare und die Kamera, boah, die muss echt teuer gewesen. Das können wir ja immer noch machen. Nee, jetzt sind wir aber einfach nur weird. Ich rette das. Okay. Holy shit, nicht okay, eine Woche. Okay, das ist so traurig. Ich glaube, wir sollten Tornadus lehnen und einfach versuchen, ihn vorher zu besiegen, bevor er uns besiegt. I mean, how about eine Heligo? Wobei, ja, true. Mhm. Der baut schon echt Druck auf den Turm. Ach, guck mal, Megina hat Sugarberry, das heißt, wir können... Keine Water-Attacks denken. Ja, true. Nee, Tornadus ist schon echt stark. Wait, oh, ja, Mann, na, ey. Ja, vielleicht gibt er uns den. Holy shit, das ist einfach gut. Einfach Kane drücken, ja. Yes! Boah, holy shit. Okay, Problem ist, er hat noch einen anderen, aber... Quatsch, wir haben nee, Hygiene, alles gut. Okay, alles gut. Jetzt haben wir es. Alter, nee, Heligo ist ja mal übel safe. Wieso hat der uns seinen Barry Scooter gegeben? Keine Ahnung. For God, slower. Okay. Ja, gut. Ja, ist oh nein, ein Predictor. Wir hätten weiter Hurricane drücken sollen. Oh. Meinst du, das wäre der Move gewesen? Ja. Vielleicht. Ich denke mal, da wird jetzt Pert. Hurricane haben wir Grassnut auf dem? Haben wir Grassnut auf den Heligo? Nö. Aber warum? Pert ist ja auch gar kein Threat, Alter. Der geht ja jetzt auch nicht hin. Wait, Plipper. Warte mal. Der wechselt safe raus. Ja, right? Nein, ey, egal. Wir haben ja Grassnut. Beam. Einfach rein da. Bam. Okay, wir Grassnut und da gewinnt Rege Eleki. Yeah. Ja, okay. Wir haben keinen Rege Eleki, aber das gewinnt dann. Okay. Rege wäre schon wild also jetzt in dem Team. Der geht hier immer für Pump eigentlich. Was also das Ding ist, das macht halt gar nichts mehr. Und der misst die Hydro Pump. Also Sludge Bomb. Meinst du, dass der nichts macht? Sludge Bomb finde ich eh gut, weil wir können ja da eh nichts reinwechseln. Und wir wollen, hätten auch ein anderes Mon stacken können. Was willst du denn sagen? Ich weiß nicht. Nihilego will ich eigentlich nicht behalten. Ist wirklich wo Pharaoh jetzt noch da ist. So. Okay. Surf. Magina Tank? Der ist auf jeden Fall Max HP. Oh mein Gott, wir haben nur Drainicus. Ah. Ja, also, oh no. Also müssen Smooch geben und. Also das Ding ist, der wird ja da eh erstmal in Pharaoh gehen. Crazy Idee, Magierna und dann doublen auf Urshifu, weil der nicht drinbleiben wird. Ich glaube nicht, dass er... Der wird ja denken, dass wir AV sind, wenn wir reinkommen, denke ich. Und der wird doch safe in Pharaoh gehen, weil was verliert der? Aber er könnte auch mit einem Vault Switch rechnen und uns deswegen... Abschütten. Ich weiß nicht, ob er nicht einfach drinbleibt und Surfer drückt. Der hat Turn 1 an Barry Scooter gegen Tornadus gesackt, ich weiß nicht. Ja, okay, gut. Also. Drücken wir einfach Draining Kiss. Okay, Tarek hat er recht. Oh Mann. Ist okay. Tarek hatte recht. Oh, aber wir können jetzt Urshifu gehen und einen Claim, oder? Die hier sonst nicht hören. Ja, wir sollten der ist eigentlich. Drain Punch Urshifu! Ich glaube, wir sollten. Oh wait, Drain Punch. Yep. Oh, ist egal, wir gegen Urshifu drücken dreimal Bulk ab, drücken Drain Punch und gewinnen mit Sucker Punch. Das ist okay, Lizzie, das wir wollten das, der Lizzie. Wir brauchen aber echt Sucker Punch, wir dürfen die nicht sacken, ne? So. Ja, der drückt doch jetzt immer Kane, wir gehen doch immer Magierna jetzt. Oder Sucker Punch. Weiß ich nicht, wir brauchen Megina halt healthy für Kingdra.
Ja, okay, wir drücken dann einfach, wir drücken Sucker Punch, gehen in Spectre, drücken Shadow Ball, claim den Kill, claim noch einen Kill. Dann hat er Kingdra und Ferrofon noch. Ich meine, ja. Wenn er Ferrofon auf Shadow Ball geht, subben wir Wispen den und kriegen einen Free Sub zuckern. Und kriegen dann immer weiter Kills. Nee, wir Kills brauchen den Sucker. Also wenn, dann würde ich wirklich Spectre sagen, das finde ich. Oder denn. Wait, aber nee, Spectre brauchen wir. Oder wirklich. Da ist nicht, Sucker, Sack und dann Spectre einfach da Sachen machen, der Play? Ja. Nee, ich würde. Doch, ich bin dabei, Bene. Ja, okay. 50-50. Okay. Oh, 100! So. Huch. Dieses 50-50, 100. Haben wir gesehen. Das habe ich natürlich. So, der vergessen. Nächste. Herr Wicked Blow einfach. Wait, ja. What? Lol. Okay, warte mal. Tornadus died durch einen Sucker Punch. Und Plipper tag eine Wicked. Was ist das für eine Welt? Ja, der ist wahrscheinlich. Wir könnten halt Rudders haben und die das Rainstorm, oder? Ja, das gefällt mir. Lass uns das machen. Ich meine U-Turn maybe auch. Ah, no, nee, geht Team. Ich meine, vielleicht ist er bad. Ich meine, ich glaube, wir sollten. Alter, wir haben sogar Lefties, holy shit. Alter. Ja, der Regen, der den wird wir wiederkommen. Haha. So. Ja, Chef. Machen sie jetzt, Chef. Also, ich meine... Wir können keinen Sub mehr raus, wir müssen jetzt killen. Aber jetzt killen wir den, ja. Ja. Jetzt geht Hex und Shadow Ball. Abfahrt. Wie killen wir Ferro? So, also, das Ding ist, ich würd mit dem gerne nochmal auf Ferrofon subben und Willow... Ja, ich würde probably Lando sacken, weil ich glaube, ja, Lando macht jetzt auch nichts mehr. Lando sacken. Yeah. Lando sack und dann... Tankt. Dann Magierna und hoffen, dass wir tanken. Wenn wir nicht tanken, ist auch egal. Weil dann Rain ist. Also jetzt passt das. So, jetzt einfach surfen und weg damit. Und jetzt einfach Draining Kiss. Der kann ja nochmal an Ferrofang gehen, das interessiert uns ja nicht. Smooth. Wir haben ja das Geld. Das ist auf jeden Fall Spectre schneller als der. Also warum muss jetzt nicht einfach setupen? Können wir eigentlich. Können wir machen. Ja. Let's go, was macht ihr uns überhaupt? Knockoff. Let's go, bam. Noch mal gehen, ne? Ja. So, wie viel macht Power? Ich würde es gerne einfach 160. Wissen. Okay, das macht nicht. Sagt, der macht 20. Body Press, oh. Also, das ist... 36. Okay, das ist okay. Ich würde jetzt einfach nochmal für Stored Power gehen und dann bekommen wir mit Tornadus einfach ein bisschen Hurricane. Dann wispen wir... Ah, warte, wir können Nasty plotten. Müssen zwei Hurricanes hitten, dann passt das. Ja, dann nicht mal Gyro Ball, also... Oh, true. Ja, liegt ja aber der killt uns ja mit Knockoff. Der killt ja Spectre mit Knockoff. Ja, deswegen würde ich danach in Torn gehen. Ja, Torn ist schon der Play. Oh, es macht auch viel. Oh. Tornadus. Spike ist natürlich auch sehr gut investiert bei ihm. Ich glaube, Nasty Plot Defog ist der Play. Weil Nasty Plot für plus 2, Defog immer mit dem Hurricane hitten. Mhm. Doch, ja. Ja, Defog, dann Defog. Ja, okay. Jetzt mal plotten wir, dann defoggen wir und jetzt hitten wir den Hurricane. Ich weiß nicht. Ah, ja, doch. Das ist, nein! Das ist schon smart. Ah, das ist okay, das ist okay. Smarter. Ah, doch, nee, ist fein. Ja, ja, genau, weil jetzt... Müssten wir halt Kane hitten. Ah, nice. Bombe. Geil. Alter, das Team ist auch strong, Alter. Wer braucht Water Resistance? Wir brauchen Water Resisting Ray. Torn hat wieder alles gecarried. Okay, wir made das next loaden. Ah, das ist albern, ey. Dann loade ich jetzt. Nee, oder nein, das nicht. Denn wir gehen jetzt einfach auch mit Regen rein. Okay, Reiner, ja. Let's go. Reiner. Wir nutzen die Waffen der Gegner gegen sie. Genau. Ja, weil jeder Range spielt. Der nächste Gegner auch, guck's dir an, der wird auch Range spielen. Es gibt nur noch Rain auf der Ladder. Ist heute ein echt schlechter Tag. Wenn der jetzt Range spielt, musst du mich auf den Döner einladen. Das weißt du hoffentlich. Ich glaube, Wetten macht man vorher. Nice. Wait. Okay, warte mal. Danke, Rainer. Ich freue mich. Nee. Wait. Ja, das Zapdos ist einfach Heat. Okay. Ich habe das Gefühl, dass Zapdos irgendwie das bessere Elektro-Pokémon hier ist. Aber leider Walt sein Toxicity und sagt, na, es Walt nicht. Ich glaube nicht, es kommt ein Pfand rein. Es kommt dann nichts rein, what? Nichts kommt das rein. Wollen wir Zapdos leaden? Ja, ich bin den stark. Ja, let's go, boys. Ah, nice. Lass mal einen heißen droppen. Bob. Ein Hurricane?
Tarek einfach wieder anders cringe, finde ich gut. Was? Wait, wieso haben nicht gehurricaned? Ich bin einfach... Ups, sorry, war mein Fehler, mein Fehler. Goddammit, okay, Hurricane Confusion aber, oder? Meinst du Knockoff? Ja, perfekt. Yo. Der Weatherball killt, yes! Oder? No. Yes! Yes. Ich weiß nicht, ob es killt, aber ich drück's trotzdem einfach. Der ist halt von Raindance nochmal gebildet. Oh mein Gott. Der Gegner ist komplett überfordert. Habt ihr diese Pimmel dabei von ihm gesehen? Aber wir leben doch einen, oder? Wir haben einen Pharaoh. Wollte gerade sagen. Wir könnten es herausfinden, aber wir müssen nicht. Okay, wir hätten nicht gelebt. Ich wiederhole. Wir holen einfach mal die Rocks. Habt ihr genockt? Ja. Ich hätte. So, Jawohl, das können wir. Ich glaube, wir sollten den keepen. Nochmal Zapdos einfach und dann nochmal Cain drücken. Ja, komm, let's go. Es ist halt jetzt auch nicht Seeds. Wir kriegen die Confusion auf ihm. Alles ist gut. Yeah. So. Zapdos ist ja mal ultra strong. Ja, Mann, der ist richtig nice. Zapdos gewinnt einfach gegen ihn. Das ist, das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Confusion, go. Oh. Das war ein Mistake von ihm. Mann. Was ist sein Kingdra switchen jetzt? Sein Kingdra. Barry Scooter. Wait. Weatherboy macht nicht mehr so viel. Da würde ich nicht mehr machen. Thunder? Wollen wir unser Pilippa einfach sacken? Ja, Vielleicht hat er noch einen Pilippa für uns. Also unser Pilippa sacken und dann geben wir Urshifu. Urshifu, I guess. Was macht er? Was uns weht? Ferrofon ist ja mal ultra gut. Ja, eben. Ja, okay. Ja, Ferro brauchen wir. Das Pelipper einfach dann. So. Der Pelipper, dann gehen wir Kingdra und dann ist ja alles vorbei, oder? Oh ja, stimmt. Kann man einfach einen Water-Move drücken for free? Ist okay, er ist jetzt in der Range, dass Hurricane ihn killt. True. Können wieder back to the Substance. Oh. Okay, Moment. Jetzt passiert immer noch nicht. Macht er irgendwas gegen Mernifte? Nee, eigentlich nicht. Close Combat, aber es killt nicht. Also jo. Safe. Also Reiner. Reiner. Ja, Reiner, Guys. Thunder Punch sollte. Ja, Thunder Punch ist einfach super free, oder? Außer sein Mail Metal. Wollen wir Superpower? Ja, komm, Thunder Punch. Eigentlich ziemlich free ist. Para. Boah. Wollen wir sein Metal? Ich meine, da würde ja jetzt. Das ist doch hier auch ein Free Switch, oder? Ja, EQ oder Superpower kommt da jetzt, denke ich mal. Okay. Ja. Dankeschön. Boah, du Scheiße. Bruce oder Thunder? Ich wäre für Thunder eigentlich. Ich wäre für Weatherball, weil das auch gilt. Aber Weatherball ist so niederkill. Thunder killt alles. Thunder killt alles, ja. Komm, lass das einfach mal machen. Ja, ich hab überlegt, ob wir roosten sollen, damit wir den XHP behalten, weil jetzt ist halt Barry Scooter. Ich hätte für Roost klicken sollen bei meinem Bild. Hast du nicht Thunder geklickt? Ich hab Thunder geklickt. Ja, ist okay. Wir haben immer noch einen Pharaoh, was jetzt nur in Rocks und Spikes reinkommt. Keine Sorge, Guys. Wir kriegen jetzt ein bisschen Seeds zurück und keine Probleme. Ich find's schön, wie optimistisch du bist. Seht ihr, jetzt guck mal, wir kriegen diesen Seeds zurück, keine Probleme. Seht ihr, den nächsten Surf, den tanken wir nämlich gar nicht. Hey, kann Kingdra gehen, oder? Ja, ah, eben. Komm, wir gehen einfach in unser Kingdra, wieso nicht? Wird er getootet? Nein. Der ist ich four weiß, times ja. resisted. Ja, weiß ich, aber es ist Kingdra. Wir Nein, droppen ja, jetzt wir surfen. Einfach. Oh, das sieht gar nicht gut für unseren Gegner aus. Droppen einen Draco, oder? Wobei Draco eigentlich das gleiche accomplished, wir wären eher rausgeflossen. Ja, dann Draco. Ich meine, es ist nicht so, dass Melmetal 2 tankt. Sag ich so. Ja, okay, sie tankt noch nicht mal ein. Okay. Nimm das jetzt zurück, Bene. Das war eine schöne Überraschung, sage ich. Drücken wir nochmal einen? Nein. Wieso nicht? Wozu brauchen wir Kingdra? Der ist doch sowieso in Sweetheim mit dem anderen Kingdra und. I mean, this is a water resist. Okay. Ich meine, das Problem ist, dass andere Kingdra sweept uns kind of.
So, das halt, also das gegnerische Kingdra kann dann halt nicht Surf-Spam, solange wir den halt noch da haben. So, ja, das kann schon. Unser also Kingdra kann nicht mehr halt, reinkommen. Wir müssen halt dann immer was tanken, wenn er reinkommt, aber einmal tankt unser Kingdra noch einen Surf nach Rocks and Spikes, wenn okay, wir ihn danach mal reinschicken, Gameplan, wenn er einen Surf gelockt ist. Wir brauchen irgendwas, was nicht von Beriscuda tankt, und unser Kingdra muss einen Surf auf seinem Kingdra tanken, und er braucht was einen Draco tankt. Also ich glaube, wir brauchen mehr Metal Kingdra. Wir haben aber auch noch Choice Band Aqua Jet, ne? Mit Rishifu? Ja, ja, wir haben noch Jet. Also ja. Barriscuda kann sich mal ficken gehen. So ein bisschen. Ich glaube nicht, das war nicht böse gemeint, Barriscuda, es tut mir leid, Bro. Ich glaube, wir sollten Pharaoh hier sacken. Ich hätte gesagt, wir gehen Zapdos und Roost. Glaubt ihr, wir taken ins Gold? Der geht ja nicht fürs Gold, denke ich. Also wenn wir einen Hit tanken, dann würde ich auch sagen Zapdos, außer der U-Turn. Gold tanken wir nicht. Okay. Gold tanken wir nicht, würde ich sagen. Ah ja, doch, ist ja Heavy Duty Boots. Yes! Yeah. Wait, das mattert nicht. Trainer. Aber egal, wir haben ein paar. Oh, er kann gepaart werden. Wait, ist besser den zu sacken, als... Ich glaube, der macht nichts. Da wird ja Liquidation. Der ist auf jeden Fall ein Zuckerpunch. Jetzt Pharaoh-Sack, oder? Ach, wir haben ja gar keinen Zucker. Pharaoh-Sack, dann... Pharaoh-Sack? Hat nochmal Chip. Aber was ist besser, Pharaoh-Sack oder Zapdos-Sack? Also ich finde Pharaoh-Sack, weil... Ja, also Pharaoh-Sack, weil gegen Pedipa können wir jetzt halt jedenfalls nochmal roosten. Ja, aber... Das würde uns dann bessere Odds geben, finde ich, gegen... Wir können auch Static kriegen. Und was machen wir jetzt gleich gegen Beriscuda? Da haben wir Aqua-Jet. Also, wir müssen was sacken, sowieso. Aqua-Jet. Scarf Aqua-Jet. Mhm. Ich würde sagen, Mermetal lebt ein. Achso, der Scarf, wieso ist der Scarf? Nach Rocks and Spy. Ich meine, I guess whatever. Sacken wir den, Liquidation, oh, so. Rishifu kann reinkommen und Rishifu claimt jetzt einen mit Surging Strikes, glaube ich. Ne, mit Close Combat claimt er einen. Nevermind. Ja, Close Combat claimt jetzt was. Das Problem ist, wir können nur einmal und... aber... Genau, ich glaube, wir müssen Close Combat. Ich weiß nicht, ob Pelipper 2 tankt, aber man muss in Rocks reinkommen, plus 2 Close. Ich glaube, das sollte passen. Okay, Kingdra, okay, das ist. Oder so. Das ist schon mal etwas. Schön. Das Problem ist, Beriscuda kommt jetzt wieder rein. Ja, aber das ist okay, der wird durch Rocks gechippt und Aqua Jet geht wirklich bald, wenn das so weitergeht. Und vor allem, sobald der Rain einmal ausgelaufen ist, gewinnt Shifu sowieso. So. Sollten also, wir Mammedly sacken? Mammedly lebt ja noch einen. Ja, der lebt einen. Dann Zapdos, oder? Ich würde Zapdos sacken, Aber wie killen wir dann Pelipper? Hä? Mit Kingdra? Mit Urshifu? Damit okay, perfekt. Jetzt haben wir's. Wir hätten auch noch Thunder Punch auf Mammetal, also wir hatten eigentlich richtig viele Möglichkeiten, um Pelipper zu killen. Das Team war schön. Ey, heute haben wir einen Lauf. Okay. So. Ich muss die Rainstreak beenden, ich lade jetzt Sand. Let's go. Okay, wundervoll. Ach Gott. Okay, ja, so. Das Team, das wird lustig. Okay, er gibt uns Terrain für Dracozolt und seine Electric Resists möchten beide nicht in Draco reinkommen. Welcome to Dracozolt. Oh shit. Ja, das ist spaßig heute, ja. Ich glaube, wir sollten einfach Tita leben. Ja, der Buzzwo ist ja immer ultra strong. Ja, das ist richtig nice. Checkt halt also, Garchomp, holy shit. Qum und auch Garchomp, den Pharaomosa. Und Pharaomosa eigentlich. Wir lieben trotzdem Tita. Ich weiß nicht, kann Pharaomosa Dual Wing Beats? Nee, oder? Nee. Also, oder irgendein Flugmove? Vielleicht, aber das wäre schon echt spezifisch. Ich schau mal. Das findest du. Wir können auch Moltres auf dem gehen, ne? Weird Dog. Vor allem weird, einfach mit IE geschrieben. Ich glaube, wir sollten straight in Dracozolt gehen. Pharaomosa hat nur bei uns. Hm? I mean, warum Dracozolt? Ist es nicht ein bisschen risky wegen Burn? Wenn man sowas wie Slowking und wird dann irgendwann Rocks legen. Ja, wir können ja Slowking gehen, was verlieren wir dadurch? Rocks halt und Momentum. Wir können Slowking und teleporten und dann. Oh. Ja, das ist. Oder das. Also, ich sag mal jetzt nicht wundervoll, aber okay halt. Bisschen Back to Buzz wohl. Das ist okay. Ja, passt. Passt. Drampern. Oh. Okay, ist das okay? Wisst ihr, warum das okay ist? What the fuck? Also, was spielen wir? Wir haben... Wait, Sand ist weg. Oh no! So viele Probleme. Okay, erstmal die Rocks ab. Erstmal die Rocks. Oh Gott. Oh Mann, ey. Wait, ich Icebeam. Okay, never mind. Nichts funktioniert. Okay. Jetzt kommen wir zurück.
bin einfach gerade eben erst bei Turn 8 angekommen. Okay, erstmal EQ, oder? Ja, oder so. EQ. EQ. Ich glaube, EQ wäre der bessere Move gewesen, aber ja, das sind. Oh, wir haben ja kein Sand mehr. Wir gehen. Wir sollten Tyrant noch nicht sacken. Ich glaube, wir sollten Slowking und teleporten. Ja. Ja, wenn der SD wäre irgendwie schwierig, sage ich mal. Lass mal Dragon. Ist das dann schwierig wirklich? Oh. Ja, was machen wir dagegen? Tank nicht Slowking plus 2 Hit? Nein. Zur Not? Nee. Draco soll es immer noch schneller. Wir sind komplett spedeft, bedenken. Ah, okay. Gott, der mit 2 jetzt 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oh, man. Unlucky. Und jetzt? Okay, Shot Guard Jump ist einfach crazy. Ach, wir burnen den einfach, let's go. Oh nein. Okay. Ja, was ist der andere Play? Ja, es wird schon passen. Future Side ist interesting, weil wir dann das Heatran reinforcen für Moltres im Endgame. Der ist ja Dragon Dance. Das heißt, ein normaler Fusion Bolt killt uns nicht. Ich weiß nicht, ob der uns nicht killt. Aber, nee, das ist besser. Die Odds gefallen mir schon um einiges mehr. Du willst drin bleiben. Also, ich würde eigentlich eher Excadrill gehen auf den Fusion. Der wird doch nicht Fusion Bolt. Ich glaube, der wird Ice Punch drücken. Hat er nicht auch Scale Shot oder so? Mal, oh Gott, dammit. Ich dachte Icicle Spear und dann. Okay, nevermind. Also Scale Shot hat er auf jeden Fall, die Frage ist, hat er es auf dem Set? Okay, nevermind. Das ist Game is over. Also. Es sind Dinge passiert. Wieso hat der dreimal die Need? Okay, ja. Das ist das. Ich meine, du hast den Nicknamen gesehen, ne? Das ist. Der hat's einfach. Jetzt aber verhindert mit diesem Nicknamen. Das war so. Dass wir irgendwas machen konnten. Kann stallen, ist richtig. Gesehen. Ah. Das konnte man nicht stallen. Also, ja, konnte man. Ah, wir hätten Draco sollten nicht hacken sollen, sind wir mal ehrlich. Der hätte sonst gewonnen. Das wäre der Anfang von allem. Weil Garchomp war sowieso einfach nur crazy drauf. Ja, aber wir hätten halt Slowking gehen können, glaube ich. Okay, ich load jetzt Dragon. Ja, in der Turn schon, aber wir sind spedef, Alter. Ich glaube, es hätte bestimmt 60 gemacht. Ah, nee, Scale-Shot nicht. Meinst du nicht? Nee, dann können wir doch rausporten und selbst wenn dann zu viel macht, dann können wir halt immer noch Titas hacken. Ich schaue mir das jetzt mal im Taschenrechner von Pokémon Showdown an. Okay. Wir haben Dragmag. Wir haben zwei Ground-Types. Das ist schön. Okay. Ja. Sollten sie Die Gegner hatten Memus, mein Buch. Oh no. Ich sag mal. Ich würde sagen, wir liegen einfach mit Kyurem Black. Schön, aber selten. Oh, und ich hab Iron Head von Kyurem durch Earth Power ersetzt, weil das war sehr smart. Melmetal einfach nicht mag. So. Ich mag das einfach mehr wegen Melmetal und so. Ja, es ist der Drake Spam. Sollen wir nicht trotzdem einfach mit Kyurem leaden? Ja. Ja, klar. Was verlieren wir? Außer. Ja. Vielleicht. Pokémon, wenn Melmetal Lead ist. Also, wenn Melmetal im Lead ist, dann ist es schwierig. Ich würde vielleicht sogar Garchomp lieben. Ich finde Garchomp gar nicht so bad. Ja, ich meine, Mammoth Swine Lead ist natürlich auch. Ja, Mammoth deswegen meine ich, dass man Kyurem Lead halt gegen unser ganzes Team beschissen, oder? Ja, also ich würd Garchomp am ehesten noch lieben. So. Das ist ja nicht bad. Ich meine, Rocks oder Legen, oder Dragapult. Nee, der wird safe mit Mammoth Swine. Der wird safe Mammoth Swine Lead. Lass mal echt Kyurem machen. Ja. Der geht niemals mehr Metal. Ja, Ice Age, ja. Für wen, ja, Bro? Ist auch für schon wen? So ein. Einfach Icicle spielen jetzt? Oder wollen wir klar. Was will er machen? Das ist halt so crazy. Auf sein Zoro? Haltet mich auf, ich drücke jetzt. Hovert mal über Kyurem Black und guckt euch mal den Attack gegen den Special Attack an. Mach, tu es. So crazy. Nee, Mann. Da fuck ich jetzt machen sollen! Ich war kurz davor, es selber zu drücken. Jo, das macht nix. Das bandet. Ja. Naja, fünfmal halt. Nur nochmal. Wollen wir? Dragapult, oder? Ah, der wird safe. Der wird doch safe Teleport drücken. Ja, natürlich. Ja, deswegen. Ja. Eisiges Bier, komm. Wir machen eisiges Bier. Nochmal. Eisiges Bier. Do it to him. Let him have it, Mac. Ja, wait. Guck mal. Guck mal. Ja, Magnezone, oder? Wait. Sacken wir jetzt nicht Garchomp oder so?
Okay, Leute, ich spüre was. Da kommt ein Superpower, lass Dragapult gehen. Oh, mir gefällt das, Sekt, wenn ich einfach Garchomp. Ja, machen wir den vernünftigen, langweiligen Play von Bene, Alter. Ey, was macht Dragonite noch? Dragonite hat nur Sub-D-Dance Dual Wingbeat. Ich weiß nicht. Ja, wir nutzen Slowbro ganz dreckig aus, ja. Und Tapu Budu und... Ne? Ist doch geil. Was macht Dragapult, ist die Frage. Der Scarf. Ja, der ist schon ganz stark. Aber Chomp ist auch geil. Nee, der hat Grassy Terrain, der macht halt nix. True? Tom. Holy shit, der ist mal ultra bad. Ich sag doch, der ist bad. Oh mein Gott, habt ihr den Play gesehen? Free Rocks. Alter, Rocks, ja. Erstmal Rocks. Die Freeze zu Rocks. Die kostenlosesten Rocks. Was hat der überhaupt predicted? Was bist du denn für ein Undercover Kevin, Alter? Alter, lass einen Q umgehen. Alter. Auf seinen Boom. Ja, man, lass einen Q umgehen. Let's go. Wird er nicht da wird nicht Parting Shot. Da wird jetzt Bulu gehen. Ja. Der geht Bulu. Natürlich geht er Bulu. Ah, guck mal. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Und jetzt drücken wir Fusion Bolt. Wait, wollen wir nicht einfach weiter Icicle spielen? Ja, ich hab nochmal Icicle Spear gedrückt. Verdammt nochmal. Nein, Konsistenz. Lass mich doch mal jetzt als Lenkrad. Okay, wir sacken aber immer noch Garchomp. Ja. Ich meine, wir brauchen den Chip. Oh, guck mal. Oh. Wow. Alter, jetzt können wir immer Dragapult gehen. Jetzt gehen wir Dragapult. Wir haben immer noch den Garchomp-Sack. Ja. Kriegen 3 Versuche, Garchomp zu sacken. Ich möchte jetzt Garchomp irgendwie bis zum Ende des behalten. Oh mein Gott, Alter, sehr gut. Shadow Ball, oder? Draco. Nein, finde ich nicht. Ich finde U-Turn hier besser. U-Turn auch besser wegen Incineroar. Ja. U-Turn? Der darf den Slowbro nicht sacken, Alter. Guess es ist Lefty's Bulu. Ja, U-Turn ist besser. Habt ihr geturnt? Na klar. Ja. Sehr schön. Alter, ja, natürlich. D-Night-Zeit. Oh ja, 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 ja. Er hat immer noch Melmetal. Egal. Und wir outspeeden doch auf plus 1 nicht mal irgendwie Elikli, oder? Wollen wir nicht einen Garchomp doublen, wenn der in Melmetal geht? Warte mal, was macht der denn? Magnezone, wir trappen Melmetal, yes, go. Oh. Das ist auch okay. Das ist auch okay, ne? Warte, das ist okay. Na, weiß ich nicht. Flashcannon einfach, trusten. Ja, oder Flashcannon, ja. Flashcannon gefällt mir. Was Toxic wäre, ja, doch. Ja, wir glauben einfach. Los geht's. Wir trusten einfach. Okay, das ist auch ein guter Switch. Das ist gut genug für meinen Geschmack. Das ist der Chip, den wir brauchen. Der geht für Parting Shot. Machen wir Flash Cannon? Sag mir nicht wieder Garchomp. Nein. Also, ja. Nee, ich will Garchomp gegen Memo sacken, ehrlich gesagt. Ich will irgendwas in dieses Memo reinwerfen. Ja, wir können auch einfach in Kyurem gehen oder Zygarde. Das ist nicht so, dass er viel Damage macht. Also wenn dann Zygarde. Toxic kommt da jetzt safe nicht. Ja, aber Zygarde möchte ich ja gestern noch keepen, weil Subglare, die gewinnt einfach immer. Aber. Ja, das stimmt. Aber da ist da immer auch Tapu Bulu, ne? Das ist schwierig. Ja, wir könnten noch. Ja, aber es ist nicht so, dass Tapu Bulu viel macht. Glären ihn einfach. Wollen wir Zygarde gehen? Weil wenn der getoxic wird, wäre das schon extrem scheiße. Ganz ehrlich, wollen wir nicht das Ban von Kyurem auch weghaben, wenn er noch. Ja, finde ich auch. Ich wollte gerade sagen, Kyurem ist eigentlich ein super guter Move. Ja, weil ganz ehrlich, das Ban geht uns eher gerade auf die Nerven. Oh, ist okay, wir haben immer noch ein Band. Wir sind immer noch Regular Attack Kyurem Black. Ja. Ja. Die 500 geht nicht weg, Bro. So ist es. 400, so ist es. Sehr geil. Ja, ist ja, und jetzt geht er in Melmetal, weil er denkt, dass er die Welt rettet, aber Earth Power killt Bro ihm nicht mal. Aber nee, 184 Earth Power. Warte mal. Ich will das ganz kurz gucken, wie viel das macht. Achso, nee, niemals. Ja, minus 1. Stimmt. Ja. Ich vergesse das Parting Shot Special Attack auf gerade runtergemacht. Okay. Wollen wir jetzt in Magnezone gehen? Nee, ich finde, wir sollten jetzt den Chump sacken, damit wir den ganz safe runter. Das dritte Mal. Warte mal, da geht doch nochmal Superpower, wenn dann, oder? Wenn dann geht er jetzt Double Iron Bell. Ja, komm. Jetzt wird er doch Double Iron. Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich in Magnezone gehen. Also, ich finde Magnezone tatsächlich jetzt gerade ziemlich schön. Mhm. Alter, ich finde den Move eigentlich auch gut. Ich glaube, ich würde ihn sogar machen, aber. Ich wollte gerade sagen, wir können Garchomp sacken und dann Magnezone gehen. Weil wir können den immer noch danach trippen. Ist ja auch egal. Ja, jetzt können wir Garchomp sacken.
Wir sind greedy, Bene. Verstehst du doch, wir sind greedy. Jetzt können wir Garchomp sacken. Der Geiz übernimmt mich. Genau. Geiz ja, ist geil. Geiz, ich meine, wir könnten geil auch Dragonite into Kyurem machen. Wer ist da bei mir? Hör ich da ein? Oh yeah? Ich hör Rocks. Nein, von ihm, wenn ich ehrlich bin. Ich sack jetzt erstmal Garchomp. Also ja, lame, Alter. Ich weiß nicht, wie ihr das Paul seht, aber danke. Hi, mein Name ist Kyo, wir sind dabei. Ja, weil der Voodoo spielt, deswegen. Fusion Bolt. Es ist Zeit. Ich weiß nicht, ob es Zeit ist. Oh oh. Ich hab's gemacht. Oh mein Gott, er hat es gemacht. Was für ein Ghost. Oh, warum ist Kyo Black so weak? Okay, warte mal, da geht doch jetzt Mammoth Swine. Das heißt, ja, wir verlieren, richtig? Wir gehen in den Tragapult, glaube ich. Weil der kann mit Draco den halt immer rausforcen. Ja, und warte mal, der ist ja Leftovers, das heißt, der killt uns ja nicht mit Shard. Das heißt, mit Draco, ja, wir scheuchen den raus. Bulu wieder, oder? Das heißt, wir U-Turn, oder? Ja. Mhm. Ja. Guck mal, wie wir ein Hive-Mind sind. Krass. Weil können wir so recovern. Kyurem wieder und diesmal ist alles bei 100%, weil außer Garchomp, der einfach gestorben ist. Das Problem ist halt, was machen wir drüber mit Kyurem, wenn wir den gehen? Wir können wieder Magnezone gehen und dann irgendwie 50-50s forcen, weil wir. Ja, aber was machen wir jetzt mit Kyurem? Einfach nochmal Icicle spielen. So, also, ja, aber das macht doch nichts. Obwohl auf Bro könnten wir wieder Magnezone. Ich hab wegen dem Timer einfach Angst gehabt. Ah, komm, drücken wir Icicle Spear, egal. So, 5 Hits. Okay, das sind 3 jetzt. Und jetzt gehen wir. Dragapult? Ich gehe nicht Stryguard. Ich will. Wegen. Dragapult gefällt mir kind of, aber wir brauchen irgendwas, was Mammoswine rausfordert. Ah, wir müssen was deswegen klicken. Magnezone gehen. Magnezone. Doch, Magnezone ist nicht der Play. Nee, ich sag Dragapult. Dragapult, okay. Okay, dann Dragapult. Ich sag Magnezone. Oh. Ja. Naja, ist okay, weil, guys, wir können jetzt immer noch Magnezone gehen. Ja. Okay, gut, dann removen wir den jetzt zumindest. Aber jetzt kriegt Mammoswine einen Kill. Ja. Nein. Oh. What? Okay, Magnezone, ganz ehrlich, not gonna lie, Magnezone hat mehr Nutzen als verdammt nochmal Dragonite. True. Ja, jetzt. Dragonite macht nichts, das ist ein Piece of Garbage. So. So, was jetzt ein Ice Gas Spear Switchen? Ne, Fusion Bolt, ich mach's. Nicht Fusion Bolt! Nein, nicht Fusion Bolt! Okay. Ja, aber was machen wir jetzt auf Mammoswine? Doublen wir in Zygarde? Geil, da bin ich. Denk doch mal 3 cm weiter. Ja, sagen wir es mal so. Verloren haben wir doch sowieso, oder? deine Schnauze, sag ich. Also wait. Sub. Oh oh. Let him have it, Mac. Oh, let's go. Es geht los. Ei. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, es geht los, wait. Sub. Alter. Ja, wir subben nochmal, oder wir subben, bis der geparat ist. Ah, so, dann lehne ich mich mal zurück. Ich glaube, wir hätten schon vorher attacken sollen. Oh mein Gott, ist der lucky. Ice Beam? What? Oh nein. Ey, du Hurensohn, ey. Ach. Okay, was Dragon passiert? Oh, wir spielen nur Zygarde. Das ist auf so vielen Ebenen Bullshit. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, puh. Okay, Kyurem hat gewonnen. Ey, wie haben wir dieses Match geholt? Lucky Paras, I guess. Zygarde wieder. Ja, Mann. Zeit. Er muss eigentlich einen Mammoth Swine Double Unsack mit Magnezone haben, wieder Intimidate weg und dann drücken wir wirklich einfach nur Icicle Spear. Ja. Alter. Oh. Bro, sub. Glare. Ja, Glare ist auch. I guess. So, jetzt sub. HP. Jetzt sub, okay. Los geht's. Guten Morgen. Ah, oh, das ist schön. Das ist ein schönes Match. Das ist eines der liebsten Matches, die ich jemals gespielt habe, glaube ich. Oh. Jetzt oh, nicht no mehr. Magnezone, ja. Alles gut. Gesaved. Ja, vielleicht kann ich einen Kill jetzt eigentlich. Ja, wir sollten Zygarde gleich second geben, Mammoth Swine. Ja, wir tanken noch einen Hit. Oh,
Wait. Warte mal. Ja, warum hat er gewollt switched? Hä? Das ist gut für uns. Nicht, aber wir nehmen es wohl. Jetzt kriegen wir Bulu und danach, oder? Ja. Ja, das ist Game Over. Wundervoll. Okay, dann Zygarde. Jetzt. Ja, warte mal, wenn er T-Bolt drückt. Nee, doch nicht Zygarde. Wir ja, sacken jetzt Magnezone und dann drückt Kyurem Icicle Spear und dann haben wir gewonnen. Ja, okay, dann bleiben wir drin. Jip. So. Bei Magnezone da durch T-Bolt und dann können wir so das Game irgendwie noch. Ich meine, ich könnte mir halt vorstellen, dass Mammoth 1-2 Leben mehr Pech haben. Na. Ich weiß nicht. Ja, aber das Ding ist, du gehst auch aus, dass wir nur 2 hitten. Oh, okay. Siehst du? ich vergesse manchmal, dass Kyurem Black ist. Ja, richtig. Okay. Das waren 35 Minuten der Quad Squad. Seid ihr alle tired? Du hast noch gar kein Team geloadet. Was? Doch, ich habe das einzige Team geloadet, was verloren hat. Wir haben alle letztes Mal geloadet. Das war Dracozolt, was wir dann gegen Garchomp gesackt haben. Ist es nicht der Reverse-Part zu letztem Mal? Ja, genau. Letztes Mal haben wir 3 verloren. Du Versager. Spaß. Ich liebe dich. Es ist okay. Ich gehe mich jetzt vergraben. Das war die letzte Folge Quad Squad. Kommt zurück in der nächsten Season. Nächste Season. Season 3. Yeah. Genau, da haben wir tatsächlich auch Draft-Tiers oder was. Genau. Ja, cool. 3-1 sind wir gegangen. Der Loose ist mein Verschulden und das nehme ich auch. Dazu stehen wir auf dem Full Life Games Kanal und das ist okay. Ich bedanke mich an meine Gäste, an Eliki, Ionago und Tarek, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in einer weiteren Folge bestimmt irgendwann mal. Gut, ich sage mal bis dann und ciao. Und ihr dürft euch auch noch verabschieden. Tschüss. Ciao. Ciao.